Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch weiße Basic-T-Shirts. Weiße Basic-T-Shirts sind für deinen Kleiderschrank essentiell, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und ich will nicht wissen, wie viele T-Shirts ich persönlich schon ausprobiert habe und immer wieder aufs Neue enttäuscht worden bin. Entweder waren die von der Qualität her schlecht, sind irgendwie ausgeleiert oder nach zweimal Waschen sind die halt eingelaufen und konnte ich sie nicht mehr tragen. Und das ging mir halt richtig auf die Eier. Und das ging nicht nur mir auf die Eier, sondern auch meinem Papa. Und wir haben uns so ein bisschen drüber aufgeregt. Und da habe ich mir gedacht, wenn nicht nur ich und mein Papa das Problem haben, dann gibt es da draußen bestimmt noch ein paar andere Leute, die das gleiche Problem haben. Aus dem Grund habe ich mich jetzt auf die Suche gemacht. Und zwar war ich bei Zara, bei H&M und bei Uniqlo und habe T-Shirts für euch getestet. Und ich bewerte die anhand des Preises, der Qualität und anhand des Fits. Und noch eine kurze Info für euch am Rande. Ich persönlich bin 1,89 Meter groß. Ja, damit ihr so ungefähr ein Gefühl dafür habt, welche Größe ihr in dem T-Shirt haben müsstet, wenn ihr zum Beispiel eins von den vorgestellten T-Shirts kaufen möchtet. Und ich habe die T-Shirts jetzt nicht vorher noch gebügelt, ja. Ich habe die T-Shirts einfach gekauft und direkt anprobiert und getestet und jetzt nicht vorher gebügelt. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Kommen wir zum ersten T-Shirt von H&M und zwar zum Crewneck T-Shirt Regular Fit in der Größe L. Das T-Shirt kostet 6,99 Euro und von der Qualität her haben wir hier 100% Baumwolle, was schon mal sehr gut ist. Das T-Shirt ist etwas weiter geschnitten, ist ja auch ein Regular Fit, ja, ist ein cleanes, schlichtes T-Shirt. Aber für meine Verhältnisse finde ich, dass das T-Shirt für einen Regular Fit ein wenig zu weit geschnitten ist und mir auch aus dem Grund einfach nicht passt. Der Hals ist sehr hoch geschnitten und der Bund ist auch relativ breit. Und auch in den Ärmeln sieht man hier, dass es ein ganz klares Regular Fit ist, weil das auch sehr, sehr weit geschnitten. Also wenn ich jetzt da nochmal mit meinen Ärmchen reinpassen wollen würde, dann müsste ich, glaube ich, nochmal 2 Jahre meinen Bizeps trainieren, dass ich da irgendwie in dieses Shirt reinpasse. Und wenn ich das T-Shirt jetzt kaufen würde, für mich als Basic, habe ich da schon wieder ein bisschen Bedenken, weil wenn das T-Shirt auch nur ein kleines bisschen einlaufen wird, ja, dann kann ich es schon nicht mehr tragen, weil dann wird es hinten komplett rumflattern und dann kann ich das T-Shirt gar nicht mehr gebrauchen. Weil ich halt relativ groß bin, habe ich da einfach ein bisschen meine Probleme, dass es halt hinten flattert und bei dem T-Shirt hätte ich da wirklich wahrscheinlich nach 2-3 Mal Waschen ein ganz großes Problem, dann müsst ihr das T-Shirt wieder wegschmeißen. Kommen wir jetzt zum nächsten T-Shirt und zwar zu einem Shirt von Uniqlo und zwar das Crewneck Dry Collar T-Shirt in der Größe M. Das T-Shirt kostet 5,90 Euro und von der Qualität her haben wir hier 66% Baumwolle und 34% Polyester. Vom Fit her finde ich das T-Shirt wirklich sehr gut. Auch wieder ein sehr cleanes, schlichtes T-Shirt und so ein T-Shirt kann man zum Beispiel, finde ich, sehr gut kombinieren zu einem Anzug, wenn du zum Beispiel einen Anzug anhast, darunter ein cleanes, schlichtes, eng anliegendes T-Shirt, dafür ist das T-Shirt zum Beispiel sehr gut geeignet. Und ich würde sagen, das kann man schon eher als Slimfit bezeichnen, so gut wie das T-Shirt hier anliegt. Was mir persönlich aber sehr, sehr gut gefällt, kann ich nicht anders sagen, weil, wie eben schon gesagt, mag ich es nicht, wenn die T-Shirts irgendwie hinten flattern und das wird bei dem T-Shirt nicht passieren. Allerdings habe ich natürlich hier die Größe M an, darf man nicht vergessen. Kommen wir jetzt zum nächsten T-Shirt von Uniqlo und zwar zum Supima in der Größe L. Das T-Shirt kostet 12,90 Euro und von der Qualität her haben wir hier 100% Baumwolle, was natürlich ein bisschen besser zu bewerten ist als wie beim vorherigen. Da hatten wir nur 66% Baumwolle und 34% Polyester. Und von der Baumwolle her ist das hier auch eine viel dickere Baumwolle als bei den T-Shirts davor. Also wenn es im Sommer ein bisschen kälter wird, dann bist du mit dem T-Shirt auf jeden Fall ein bisschen besser bedient. Das T-Shirt ist vom Fit her nicht ganz so eng wie das Crewneck Dry Collar T-Shirt von Uniqlo. Das sieht man jetzt hier auch ganz klar an den Ärmeln. Also es ist einfach ein bisschen weiter geschnitten und ein bisschen lockerer geschnitten, also eher so ein Loose Fit. Aber wenn man die Ärmel jetzt hier hochkrempelt, ja, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Also dann sieht das eigentlich ganz, ganz cool und ganz lässig aus. Was bei diesem T-Shirt allerdings noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es halt einen kleinen Gelbstich hat. Also das T-Shirt ist nicht rein weiß wie die anderen T-Shirts davor, sondern aufgrund der Baumwolle, weil es halt 100% Baumwolle ist und etwas dicker ist, hat das T-Shirt einfach so einen kleinen Gelbstich. Das sieht man jetzt hier nicht direkt auf dem Video, aber wenn du die T-Shirts nebeneinander hältst, dann würde das maximal ein wenig auffallen. Aber das ist einfach noch eine wichtige Info an dieser Stelle. Das nächste T-Shirt kommt von H&M und das ist das Crewneck T-Shirt in Slimfit in der Größe L. Das T-Shirt kostet 7,99 Euro und von der Qualität her haben wir hier 95% Baumwolle und 5% Elastan. Das T-Shirt ist eigentlich so der Konterpart zu dem Uniqlo Crewneck Dry Collar T-Shirt. Also auch ein sehr cleanes, schlichtes, eng anliegendes T-Shirt, was man tendenziell auch gut unter einem Anzug anziehen kann. Aber nicht ganz so eng wie das von Uniqlo.
Was man hier ganz gut erkennen kann an den Ärmeln, also das von Uniqlo hat wirklich sehr, sehr eng angelegen, auch an den Ärmeln. Und das ist halt ein bisschen lockerer, obwohl es ein Slimfit ist. Aber generell ist der Fit hier vollkommen okay, sitzt vollkommen gut, auch hinten, ja, flattert nicht rum oder so, sondern passt echt sehr gut. Allerdings muss man bei dem T-Shirt sagen, dass das T-Shirt unter Umständen etwas ausleiern kann. Also das ist jetzt meine Erfahrung nach ein paar Mal tragen. Es ist hier und da ein bisschen ausgeleiert gewesen bei mir. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es einen 5%igen Elastananteil hat, aber das soll an dieser Stelle auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. Und by the way, wenn du wissen möchtest, wie man weiße T-Shirts kombinieren kann, ja, dann check mal den Man Style Guide aus. Der Man Style Guide ist ein E-Book zum Thema Man Styling. Dort habe ich persönlich mir auch einige Tipps rausgeholt und das ist super günstig, kostet nicht viel. Du kannst es direkt auf dein Handy runterladen und mit dem Code DanielKorte20 bekommst du auch noch 20% Rabatt. Kommen wir zum nächsten Shirt von Uniqlo und zwar zum Crewneck Sleeve T-Shirt in der Größe L. Das kostet genau 12,90 Euro und von der Qualität her haben wir hier auch wieder 100% Baumwolle. Wie man sehen kann, ist das T-Shirt wirklich sehr weit geschnitten. Also da drin sieht man eher aus wie so ein Karton oder wie so eine Box, worauf ich persönlich jetzt nicht stehe, aber das hängt natürlich auch immer komplett vom Style ab. Aber der Stoff her ist wirklich ein sehr, sehr dicker Bomberstoff. Also der dickste Bomberstoff, den ich jetzt hier bei den Basics erlebt habe. Der Kragen ist auch sehr dick und sehr breit geschnitten. Und der Kragen ist halt an einigen Stellen nicht ganz optimal verarbeitet. Das liegt vermutlich auch daran, dass es halt so ein sehr dicker Stoff ist. Und die Ärmel, wie man sehen kann, sind auch etwas länger geschnitten und etwas breiter geschnitten. Und ich weiß nicht, wie lange ich da ins Fitnessstudio gehen müsste, um da irgendwie reinpassen zu können. Ja. Aber das kann natürlich unter Umständen auch ganz nice aussehen. Auch an dieser Stelle muss noch wieder erwähnt werden, das T-Shirt ist nicht rein weiß, sondern hat einen kleinen Gelbstich, was aber nicht auffällt, sofern du das nicht direkt neben ein anderes weißes T-Shirt hältst. Das nächste T-Shirt kommt von H&M und ist aus der Divided-Kollektion in der Größe M. Das T-Shirt kostet 9,99 Euro und von der Qualität her haben wir hier auch wieder 100% Baumwolle. Das T-Shirt ist jetzt mal ein bisschen was anderes als die vorherigen T-Shirts. Das T-Shirt ist als allererstes mal nicht gerade geschnitten am Bund, sondern ist vorne und hinten einfach ein bisschen länger. Das sieht man vor allen Dingen daran, wenn man jetzt zum Beispiel mal seitlich steht, da sieht man, kann man ganz gut sehen, dass vorne der Bund einfach länger ist und hinten auch. Das Shirt hat eine Tasche vorne auf der Brust und hat einen abgeschnittenen Kragen, also mal was ganz anderes zu den anderen, nicht mehr clean und schlicht, sondern vom Style her einfach ein bisschen anders. Und das T-Shirt hat zusätzlich noch umgenähte und umgekrempelte Ärmel, was eigentlich ganz cool ist und ganz lässig ist. Und der Ausschnitt am Hals ist nicht eng und hochgeschnitten wie bei den letzten Shirts, sondern ist einfach ein bisschen chilliger, ein bisschen weiter und ähnelt eher so einem O-Ausschnitt. Also dieses weiße Basic-T-Shirt hat einfach ein paar mehr Details, ein paar mehr Besonderheiten und wie ich finde, sitzt das T-Shirt auch relativ gut. Man muss aber beachten, dass ich hier auch wieder eine M trage. Kommen wir jetzt zum nächsten T-Shirt und zwar ein T-Shirt von Zara diesmal. Das Easy Fit T-Shirt in der Größe L. Das T-Shirt kostet 9,95 Euro und auch hier haben wir von der Qualität her 100% Baumwolle. Das T-Shirt sitzt generell eigentlich ganz gut. Der Kragen ist eine Mischung aus V- und O-Ausschnitt, also eher so ein U-Ausschnitt, kann man so sagen. Der Kragen ist allerdings abgeschnitten und nicht umgenäht. Und das T-Shirt ist wirklich super, super dünn. Also das ist eigentlich vom Stoff her das dünnste T-Shirt, was ich jetzt hier in der Auswahl angehabt habe. Und das kann auch schon mal dazu kommen, dass man hier und da einen Nippel durchsieht, was ich persönlich einfach nicht so cool finde. Auch wenn man zum Beispiel eine schwarze oder eine dunkelblaue Jeans anhat und man kann das einfach durchsehen, also das T-Shirt scheint dann so ein bisschen durch, das finde ich persönlich einfach nicht cool. Und das T-Shirt sitzt auch schon wieder so gut, dass ich hier auch schon Bedenken hätte, wenn ich das T-Shirt jetzt ein, zweimal wasche, dass das T-Shirt dann so klein ist, dass ich es einfach nicht mehr benutzen kann und dass es unter Umständen einfach eher so wie so ein bauchfreies T-Shirt aussieht. Also da muss man einfach echt aufpassen, dass es vom Fit her so sitzt, dass man das ruhig zwei, dreimal waschen kann und dass man das danach auch immer noch benutzen kann. Also da hätte ich bei diesem T-Shirt auch Bedenken, gerade weil es auch vom Stoff her so super, super dünn ist. Das nächste T-Shirt kommt wieder von H&M aus der Divided-Kollektion und zwar das Basic in der Größe M. Das T-Shirt kostet 9,99 Euro und auch hier haben wir wieder 100% Baumwolle. Und das T-Shirt ist eigentlich der Konterpart zu dem vorherigen aus der Divided-Kollektion, allerdings ohne aufgekrempelte Ärmel und ohne Brusttasche. Also vom Fit her ist es relativ identisch, sitzt also relativ gut, wie ich finde. Vom Bund her ist es auch wieder
vorne und hinten etwas länger geschnitten, also ein bisschen abgerundet und diesmal allerdings hoch geschlossen am Hals, also keinen weiten, lässigen Ausschnitt, sondern einfach einen hohen Ausschnitt am Hals. Also bei diesen etwas länger geschnittenen T-Shirts wirst du auf jeden Fall keine Probleme haben, dass das T-Shirt irgendwann vorne oder hinten flattern wird, weil sie einfach extra lang geschnitten sind, vorne und hinten. Das nächste Shirt kommt von Zara und zwar das Basic Long Shirt in der Größe M. Das Shirt kostet 9,95 € und auch hier haben wir wieder 100% Baumwolle. Vom Fit her ist es fast identisch zu dem von H&M, allerdings gibt es hier und da ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Und zwar der erste Unterschied ist der am Bund. Der Bund ist nur hinten länger und nicht vorne. Also hinten vorne ist es relativ gerade abgeschnitten und hinten ist es dann etwas länger. Beim H&M-Shirt war es sowohl vorne als auch hinten länger. Und der andere Unterschied ist der an der Brust. Also gefühlt ist das T-Shirt für mich an der Brust zu eng. Das Shirt von H&M hat an der Brust einfach besser gepasst und für mich passen die Proportionen irgendwie bei diesem Shirt nicht so richtig, wenn ich das vergleiche zu dem von H&M. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen diesem hier und dem Divided von H&M, würde ich das Divided von H&M empfehlen. Und da Uniqlo so eine riesengroße Auswahl an weißen Basics hatte, ja, da war ich echt begeistert, da habe ich mir gedacht, da stelle ich euch auch die neuen weißen Basics von Uniqlo vor. Das sind eher so sportliche weiße Basics, aber die will ich euch nicht vorenthalten und zeige ich euch jetzt auch nochmal. Diese Kollektion ist gerade die neue Kollektion und zwar das Airism T-Shirt oder Airism oder wie auch immer man das nennen soll, von Uniqlo in der Größe L. Der Preis liegt bei 9,90 € und von der Qualität her haben wir hier 89% Polyester und 11% Elastan, also gar keine Baumwolle, also komplett in Anführungsstrichen Plastik. Aber das T-Shirt ist eher so gedacht als Sport-T-Shirt. Man denkt zwar, es ist ein ganz normales T-Shirt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr weiches T-Shirt und auch vom Stoff her sehr, sehr dünn. Also da wirst du auch keine Falten in dieses T-Shirt reinkriegen, weil es halt eher zum Sport gedacht ist. Trotzdem ist es sehr, sehr weich, vom Kragen her rund geschnitten und es ist extrem weiß. Also wenn man das vergleicht zu diesem Supima T-Shirt, was eher so einen Gelbstich hat, da könnte man den Unterschied echt nochmal ein bisschen krasser sehen. Also für sommerliche Aktivitäten ist das super, allerdings sehr dünn, muss man hier an dieser Stelle sagen. Also hier und da kann man auch mal Nippel sehen, aber als Sportshirt kann man das T-Shirt sicherlich sehr gut tragen. Das nächste sportliche Shirt von Uniqlo ist das Dry X Crew Neck Shirt Sleeve Tee in der Größe L. Kostet 14,90 € und hier haben wir von der Qualität her 100% Polyester, also auch keine Baumwolle. Vom Fit her sitzt es eigentlich relativ gut und man denkt, man hat ein normales weißes T-Shirt an, hat man aber nicht. Das Shirt ist ein nahtloses T-Shirt mit einem geraden Bund, also es gibt keine Naht irgendwo. Die Seiten unter den Achseln haben einen atmungsaktiven Teil und dieser atmungsaktive Teil geht auch ganz unten runter bis zum Bund. Und hinten am Rücken hat man auch nochmal so einen speziellen Stoff mit kleinen Löchern, also einfach, dass es ein bisschen atmungsaktiver ist, gerade für den Sommer oder für den Sport. Ein gutes T-Shirt. Summa summarum können wir jetzt das Ganze auch bewerten. Also fangen wir mit Platz Nummer 3 an. Also auf Platz Nummer 3 ist für mich Zara gelandet. Zara ist für mich damit auch komplett durchgefallen, was das Thema Basic T-Shirts angeht. Die T-Shirts waren von der Qualität her meiner Meinung nach überhaupt nicht gut. Das eine T-Shirt war viel zu durchsichtig und viel zu dünn und das andere hat vom Fit her gar nicht gepasst. Also ich persönlich würde keine Basics mehr bei Zara einkaufen. Zara hat natürlich noch manchmal so ziemlich basichafte T-Shirts in der aktuellen Kollektion drin, zum Beispiel in der aktuellen Kollektion Spring Summer sind zum Beispiel so geruffte T-Shirts drin, die eigentlich auch relativ basic sind, aber die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil es halt einfach nicht zum Standard-Basic-Sortiment von Zara gehört. Da kann es unter Umständen sein, dass noch hier und da mal ein cooles T-Shirt mit dabei ist, aber generell für die Basics ist Zara bei mir auf jeden Fall auf den letzten Platz gelandet. Auf Platz 2 liegt dann bei mir H&M. H&M hat ein ordentliches Sortiment, Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay, brauchen wir auch nicht beim weißen Basics so großartig drüber diskutieren, weil das ist ja eh Fast Fashion, davon kaufst du dir wahrscheinlich eh relativ viele im Laufe des Jahres. Aber H&M hat eine ordentliche Auswahl, verschiedene Styles, verschiedene Arten von T-Shirts und auch relativ viele Basics. Von daher H&M für mich auf Platz 2. Ganz klarer Gewinner bei diesem Test auf jeden Fall Uniqlo. Also Uniqlo hat für mich auf jeden Fall die allerbesten Basics. Von der Auswahl her. Du hast so viele verschiedene Basics
Unfassbar, hätte ich vorher nicht gedacht. Und ich bin so ein Typ, ich hatte Uniqlo gar nicht auf dem Radar und ich bin auch immer erstmal so, gucke ich mir gar nicht an, bis meine Freundin dann gesagt hat, hey Daniel, schau es dir doch mal an, die sind echt gut. Und dann war ich da und habe das ausprobiert und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von Uniqlo. Also von den Basics her muss ich sagen, dort werde ich persönlich jetzt immer meine Basics einkaufen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch unschlagbar. Von der Qualität her finde ich auch, dass Uniqlo die besten Basics von allen dreien gehabt hat und von der Passform her auch. Ja, vom Style muss man halt drüber diskutieren, was für einen Style du persönlich hast. Aber für mich unangefochten auf Platz Nummer 1 Uniqlo. Und meine persönlichen beiden Favoriten sind zum einen das T-Shirt, was ich hier gerade anhabe. Das ist das Crewneck Dry Collar T-Shirt von Uniqlo, als auch das Supima von Uniqlo. Wenn ich das Supima tragen werde, dann werde ich wahrscheinlich die Ärmel so ein bisschen hochkrempeln. Das passt ein bisschen besser dann für meine Arme. Aber ansonsten, falls ihr da draußen auf der Suche seid nach weißen T-Shirts oder generell nach Basics, kann ich euch tatsächlich nur Uniqlo ans Herz legen. Kommen wir zum heutigen Shootout. Grüße gehen raus an Simon Brunhuber. Simon, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal von mir in meinen Videos gegrüßt werden möchtest, ja, dann einfach Hashtag Shootout in die Kommentare rein oder Shoutout. Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine Message auf mein Community Phone via WhatsApp. Die Nummer zum Community Phone findest du wie immer in der Infobox. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen in der Auswahl für eure Basics. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel auch gerade seinen Kleiderschrank irgendwie ein bisschen ausräumt und gerade neue Basics kaufen möchte, dann könnt ihr das Video auch gerne mit ihm teilen. Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Community hier weiter wächst und sage bis dahin, macht's gut, ciao, Kakao.